Grüßt euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Kommt herein in die warme Stube. Ich habe letztens den Boden hier abgedichtet, wie ihr sehen könnt. Sieht aus wie Estrich. Und das Ganze wird jetzt noch beheizt. Aber heute geht es nicht um diesen Fußboden, sondern um den Fußboden in meiner Werkstatt. Besser gesagt in meiner neuen Halle. Neues Licht hier, neuer Boden. Ja, und ihr könnt es schon sehen, es gibt zwei unterschiedliche Böden. Einmal da, einmal da. Warum, weshalb, klären wir heute in diesem Video. So, heute geht es um Werkstattboden. Und ich habe hier einen Werkstattboden. Und nein, das ist keine schlechte Qualität oder doofe Qualität. Dazu kommen wir später nochmal, warum, weshalb das so ist. Ich habe mich für einen Werkstattboden entschieden. Und zwar kennt ihr bestimmt diese Klickfliesen. Die gibt es ja heutzutage überall von vielen verschiedenen Herstellern. Und auch ganz, ganz viele zeigen das in euren oder in den YouTube-Videos. Unter anderem Bauforum 24 hat die letztens verlegt gehabt. Und ich habe mich auch daran getraut. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Warum, weshalb, klären wir auch in diesem Video. Erstmal möchte ich mich recht herzlich bei meinen Zuschauern bedanken. Und zwar für dieses 5 Meter Maßband von Bosch. Recht herzlichen Dank. Es gibt eine Amazon-Wunschliste. Und dort hatte ich dieses Werkzeug oder dieses Tool abgelegt. Und die Liste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Viele wissen wahrscheinlich schon, um was es geht. Recht herzlichen Dank, dass ich dir einen Gefallen tun konnte oder dir helfen konnte und dass du mir auch wieder einen Gefallen tun konntest. Das werde ich wahrscheinlich jetzt für mein nächstes Projekt brauchen. Und zwar geht es da um Thema Fenster einbauen. So, dann für alle Neulinge, die mich noch anschreiben auf Instagram, Facebook und hier auf YouTube auch. Ihr fragt immer ganz, ganz oft nach wegen diesen Stickern hier. Die könnt ihr mittlerweile jetzt kaufen. Ich habe einen kleinen Shop. Drittanbieter, da bekommt ihr auch die Mr. Handwerks T-Shirts, Pullis, Tassen, Mr. Handwerk Tasse und natürlich auch diese Sticker, werdet ihr alles unten in der Videobeschreibung finden. Thema Klickfliese, und zwar habe ich mich natürlich bei dem bekanntesten Hersteller oder Vertreiber, Easyfloor, sitzt in Österreich, mal kundig gemacht, habe mir auch mal so eine, paar Muster zukommen lassen, bin dann mit den Jungs oder mit den Herren in Kontakt getreten und es gibt unterschiedliche Muster, unterschiedliche Farben. Wie ihr seht, habe ich mich für diesen entschieden, das ist nämlich diese Fliese hier für meine komplette Werkstatt und dann gibt es natürlich nochmal einen Designboden, das ist dieser hier ein bisschen gräulich und hier ist der in einer Eichendekor-Applikation. Dafür habe ich mich auch entschieden. Wir haben jetzt hier in der Halle ungefähr 50 bis 60 Quadratmeter. Dementsprechend habe ich mir dann die Fliesen bestellt und es ist ganz, ganz wichtig, bevor ihr das verlegt, dass ihr das mindestens 1-2 Tage in den Raum, wo ihr das Ganze verlegen möchtet, ruhen lässt oder liegen lässt, damit dann die Fliese oder das Material auch die Raumtemperatur annehmen kann. Wenn die nämlich jetzt draußen lagern, bei Minusgraden oder bei, ich weiß es nicht, bei 5, 6 Grad plus und ihr habt drinnen 20 Grad, dann werdet ihr es ziemlich schnell merken, dass das Verlegen, es geht, ja, aber es ist viel, viel einfacher, wenn es vorher im Raum lag. Ja, und dann habe ich auch schon losgelegt mit dem Verlegen. Es ist so, ihr braucht eigentlich gar nicht viel Werkzeug. Ich habe jetzt am Anfang einen Gummihammer verwendet, den braucht ihr eigentlich gar nicht. In den Anwendungsvideos von Easyfloor wird das so dargestellt, dass ihr das Ganze mit der Hand reindrücken könnt. An manchen Stellen braucht man schon mal einen Hammer, je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Die sollte natürlich sauber, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das vorweg einmal absaugt und leer räumt. Meine Werkstatt hat sich mittlerweile so ein bisschen zugestellt, muss ich zugeben. Und dass ihr das Ganze, dass die staubfrei bzw. trocken ist. Und ich habe ein paar Risse im Estrich gehabt. Ich weiß es nicht, ob das nur der oberste Belag ist. Ich habe mir da so eine Dichtmasse besorgt und das Ganze dann nochmal abgedichtet. Ich hoffe, dass jetzt von unten kein Boden hochsickert. Ich glaube, es sind einfach Risse über die Jahre entstanden. Und es ist aber nicht schlimm, weil es ist halt ein komplett Kunststoffbelag, ne? Und da würde jetzt, wenn da ein bisschen Feuchtigkeit ist, wäre das jetzt nicht so tragisch. Aber es kann natürlich auch irgendwann zu Staunässe kommen und dann bildet sich Schimmel und so weiter und so fort. Also es sollte schon recht trocken sein. Dann solltet ihr Unebenheiten vermeiden.
Das ist wie beim Laminatverlegen. Wenn ihr jetzt so kleine Hügelchen habt und sowas, bitte schlagt das weg, solltet ihr vermeiden. Wenn ihr größere Unebenheiten habt, wie ich jetzt im Lager, direkt hinter euch, das habe ich nämlich nicht ausgelegt mit dieser Ware hier, mit diesen Fliesen, weil das schon sehr, sehr uneben ist und da müsste ich jetzt eine Ausgleichmasse hinkippen und so weiter und so fort. Und ihr habt ja schon gesagt, irgendwann hört es auch mal auf. Ne? Deswegen habe ich mich jetzt hierfür entschieden und warum, weshalb für diesen Designboden, weil er einfach voll schick aussieht, sehr glatt ist. Das heißt, man kann mal hier mit einem Kamerawagen rumfahren. Ich kann meine Werkstattwagen rumfahren. Es gibt ja diesen Noppenbelag für, ich weiß nicht was, Autoschrauberwerkstätten. Und das ist meiner Meinung nach, es ist rutschhemmend, ja. Aber wenn du da was rüberrollst, dann macht das klack, 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 klack und wackelt und wackelt. Und ich finde es persönlich nicht so schön. Deswegen habe ich mich für diesen glatten Boden entschieden. Warum jetzt da hinten dieser Boden liegt, das erkläre ich euch am Ende des Videos. Ja, und zum Verlegen gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Es war wirklich, wie der Name schon sagt, wirklich easy, wirklich einfach. Und ich habe wirklich innerhalb von kürzester Zeit, die Zeit kann ich euch jetzt nicht so genau sagen, aber ich habe innerhalb von kürzester Zeit diese Halle hier komplett ausgelegt. Natürlich gibt es so ein paar Ecken und Kanten, da wo ihr nacharbeiten müsst. Vor allem ist es ein bisschen ärgerlich, wenn diese Halle hier nicht wirklich in einem 90-Grad-Winkel ist. Denn das sind nämlich diese Fliesen und damit deckst du das dann auf. Das heißt, ich musste hier so ein bisschen nachschneiden, da so ein bisschen nachschneiden. Also ich habe einen 90-Grad-Winkel mir gelegt und danach habe ich die Fliesen ausgelegt. Und hier gab es schon eine Differenz von 3 bis 4 Zentimeter bei dieser kleinen Halle. Also ist die schon ein bisschen schief. Ne? Ja, am Ende gibt es natürlich noch mal ein paar Übergänge, beispielsweise jetzt zum Lager hin oder zum Rolltor. Und da habe ich das Ganze mit einem Montagekleber festgeklebt. Die Fliesen passen sich an mit der Zeit, mit dem Boden. Deswegen hatte ich ja anfangs diese Fliese hier. Die lag nämlich jetzt so an dem Gerüst. Und die verformt sich natürlich. Das heißt, wenn sie auf dem Boden liegt, passt sie sich auch dementsprechend so ein paar, ja, wenn ihr ein bisschen Gefälle habt und so, passt sich das Ganze an. Das ist nämlich beim Lager der Fall. Und dann gibt es so schöne Abdeckleisten von EasyFloor, die könnt ihr dann raufkleben oder ihr dübelt das Ganze. Zum Kleben gibt es das Ganze auch, wie hier abgebildet. Das heißt, ihr könnt es dann raufkleben, so ein Übergang ist wirklich eine ganz, ganz einfache Sache. Eine Sache musste ich allerdings aufdecken bei diesem Designboden. Es ist nämlich wirklich unmöglich, so einen Designboden mit so einem Cuttermesser zu schneiden. Ich bin jetzt ein paar Mal rübergegangen, habe das Ganze versucht zu schneiden. Beim 5., 6. Mal habe ich dann versucht, das Ganze an der Kante durchzubrechen, irgendwie zu biegen. Es geht aber nicht und es ist, man kriegt es bestimmt hin, es ist aber sehr, sehr mühselig, kann ich nicht empfehlen. Spricht natürlich auch für den Bodenbelag, wenn ihr da ein paar Schnitte reinmacht, dass ja, der sehr, sehr robust ist und nicht gleich kaputt geht. Man kann ja mal hier einen Querschnitt machen und sich das mal anschauen. Ihr seht jetzt hier ungefähr eine Dicke von 7 mm, die baut sich auf mit einer Grundfläche. Dann haben wir hier unser, das ist jetzt grau oder weißlich, das ist wahrscheinlich unser... dass der Boden ein bisschen elastisch ist und dann haben wir diese Deckschicht hier, dieser Dekor. Und ich muss sagen, beim Gehen ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Also man hört ab und zu mal ein Knacken, weil die Fliesen werden ja ineinander gesteckt. Das Ganze ist unsichtbar, also ihr seht das ja hier, ne? Es gibt halt auch Design oder im Boden, da seht ihr das Ganze. Da ist dieses Puzzlestück sichtbar. Hier ist es unsichtbar. Man hat natürlich eine kleine Fuge, das seht ihr schön bei diesen Eiche-Designboden. Finde ich allerdings nicht schlimm. Ne? Ich mag das Design, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, man hört ab und zu mal ein Knacken, aber ansonsten ist es ein sehr, sehr angenehmes Gehen auf dem Boden. Finde ich richtig toll, auch wenn jetzt mal, wir hatten jetzt Teerflecke hier auf dem Boden gehabt. Das kommt dadurch, weil Ritzen mit Teer irgendwie ausgefüllt worden sind, draußen auch. Und dann hatte ich das auf der Sackkarre, da hatte ich nämlich anfangs die Fliesen dann raufgelegt und mal ein bisschen den Boden zu testen, hin und her gefahren. Da passiert gar nichts, keine Fliese stellt sich auf oder so, wirklich spricht für sich. Aber an den Reifen waren so ein paar Teerflecke, die habe ich dann weggemacht mit PU-Schaumreiniger oder Silikonentferner. Die Kenner unter euch wissen, dass das Zeug wirklich sehr, sehr aggressiv ist. Aber das war für den Boden war das gar kein Problem. Also ich habe da rumgewischt, als ob das Wasser wäre und das ist wirklich abgegangen. Übrigens ist das Ganze auch hier wasserdicht oder wasserabweisend. Ich werde euch mal alle Infos zu diesem Boden unten in der Videobeschreibung packen. Also ganz, ganz einfache Geschichte für eure Werkstätten, für eure Kellerräume, für eure Industrieräume, für eure Eventsflächen oder Messebau und so weiter. Ihr könnt das Ganze wieder abnehmen. Also es ist eine ganz, ganz tolle Sache. So, und jetzt habt ihr bestimmt, juckt euch das bestimmt,
in den Fingern oder ihr wollt bestimmt wissen, was da hinkommt. Ne? Ja, das weiß ich selber noch nicht so genau. So, ihr seht, die Beleuchtung ist schon da. Wer das wissen möchte, wie ich das Ganze gemacht habe, das ist eine Rahmenkonstruktion, die ich selber gebaut habe. Das Video werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken, sowie auch, wie ich die LED-Panels installiert habe und einen Experten-Talk über diese LED-Beleuchtung für die Werkstatt, für die Garage. Ja, und hier wird ein spezieller Bereich sein. Ihr seht auch schon, der ist jetzt farblich ein bisschen abgetrennt. Hier kommt noch was Schönes drauf. Hier kommt noch so ein bisschen Beleuchtung. Dann kommt hier ein schöner Schrank. Hier kommt noch was hin. Hier, nein, es wird keine Spielecke für die Kinder. Nein, es wird eine Spielecke für Steffi werden. Denn hier wird Steffi ihr Bereich sein. Das heißt, ich gebe ein Viertel meiner Werkstatt, wenn man es so nimmt, gebe ich ab an Steffi. Mal gucken, ob ich ja auch mal hier werkeln darf. Sie kriegt demnächst einen richtig, richtig tollen Werkzeugwagen. Und darüber gibt es dann auch ein Video. Genau, und ja, was wir dann hier machen werden, seid gespannt, freut euch einfach auf die kommenden Videos. Es wird, wie gesagt, richtig, richtig was geben. Ihr merkt schon, ab und zu mal kommt ein Video, manchmal kommt kein Video. Es liegt einfach daran, weil ich auf ein, zwei Hersteller warte. Dann war ich zwischenzeitlich noch dick erkältet. Ihr hört es vielleicht noch ein bisschen raus, aber bleibt einfach am Ball. Es wird richtig, richtig geil werden hier drin. Ne? Und wir haben richtig, richtig viele und tolle Pläne. Bis zum nächsten Video. Ciao.